Geschätzter Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher an den Fernsehstimmen, ich möchte mich wieder mit dem Thema der Aktuellen Stunde, das lautet sichere Arbeitsplätze und Pensionen statt Masseneinwanderung ins Sozialsystem, beschäftigen nach den Ausführungen von Kollegen Luger, weil ich denke, es ist ein Thema, das wichtig ist. Da bin ich ganz der Meinung der Freiheitlichen Partei. Ich habe mir nur, wie ich den Titel gelesen habe, die Frage gestellt, was möchte die Freiheitliche Partei damit? Möchte sie sich ernsthaft auseinandersetzen mit den großen Themen, die uns beschäftigen, auch mit der Arbeitslosigkeit und auch mit den Pensionen? Und ich habe mir auch die Frage gestellt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Weil ganz schlüssig ist es mir nicht gewesen. Ich werde es dann noch ein bisschen erläutern. Oder ich habe mir auch die Frage gestellt, möchte die Freiheitliche Partei wieder schwarz-weiß malen? Möchten Sie die Welt wieder einteilen in wir und in die anderen? Und Frau Kollegin Balakowicz-Schennewein, wenn ich Ihnen zugehört habe und auch einigen anderen Rednerinnen und Rednern, dann denke ich mir, es war leider wieder einmal Letzteres. Ich habe nicht viele Antworten gehört, die Sie auf diese großen Fragen geben können. Na, ich habe Ihnen zugehört. Kollege Muchic hat es Ihnen ja auch in seiner Rede gesagt, dass Sie da auch mitgestimmt haben bei der EU-Osterweiterung. Sie waren damals dabei als Freiheitliche Partei. Sie waren dabei. Sie wissen auch, dass Österreich die Übergangsregelungen so lange ausgeschöpft hat, wie es möglich gewesen ist. Wir haben das gemacht. Aber, Frau Kollegin Balakowicz-Schennewein, wo die Freiheitliche Partei nicht dabei war, und das sollten auch die Zuseherinnen wissen, das war dann, als wir das Lohn- und Sozialdumpinggesetz beschlossen haben. Dort, wo es möglich ist, Kollegen und Kolleginnen, die Stimme zu erheben, sind Sie leise. Aber da, wo es darum geht, Menschen gegeneinander auszuspielen, da sind Sie immer ganz laut zu hören, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Und das möchte ich auch einmal anbringen, weil es zu schwierig ist zu diskutieren. Frau Kollegin Schwenden hat es angesprochen. Sie vermischen Asyl mit Einwanderung. Sie vermischen EU-Freizügigkeit mit der Rot-Weiß-Rot-Karte. Und es ist einfach so schwierig, eine differenzierte, eine wirkliche, eine auf Fakten basierte Diskussion zu führen, wenn in Ihren Reden alles einfach vermischt wird. Fakten. Wenn Sie mit Fakten argumentieren würden, dann würden Sie ganz genau wissen, und das könnten auch die Zuseherinnen und Zuseher vielleicht eher nachvollziehen, dass es gar nicht möglich ist, in das Pensionssystem zum Beispiel einzuwandern, so wie Sie das schreiben. Sie alle wissen ganz genau, dass das Pensionssystem ein Versicherungsprinzip ist. Nur wenn man in das Pensionssystem einzahlt, dann bekommt man auch eine Leistung daraus. Und wenn man eine Studie ansieht, die Sie alle kennen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dann weiß man, dass im Jahr 2016 Ausländerinnen, jetzt allgemein gesagt, 3 Milliarden Euro in die Pensionsversicherung einbezahlt haben und lediglich 821 Euro aus der Versicherung herausbekommen haben. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Ausgleichszulage. Geschätzter Herr Kollege Neubauer, Ihnen ist das so wichtig. Hören Sie mal vielleicht einmal zu. 217.940 Menschen haben im Vorjahr Ausgleichszulage in Österreich erhalten. 930 Millionen Euro wurden dafür aufgewendet. Davon waren 19.025 Menschen aus Drittstaaten und 6.805 Menschen aus dem EU-Ausland. Dafür wurden 97 Millionen Euro aufgewendet und 35 Millionen Euro aufgewendet. Also wirklich nicht das, wie Sie immer sagen, man wandert in ein System ein. Das sind erworbene Rechte durch Versicherungsleistungen. Genau das Gleiche, Herr Kollege Neubauer, und das gilt auch für den Kollegen Hammer von der ÖVP, ist bei den Familienbeihilfen. Familienbeihilfen erhalten Menschen, weil sie in das System einzahlen. Die Dienstgeber zahlen Dienstgeberbeiträge in den Familienlastenausgleichsfonds. Also man kann sich das nicht erschleichen, man erwirbt es, man erwirbt Ansprüche. Das Gleiche ist beim Arbeitslosengeld, geschätzte Damen und Herren. Menschen erhalten Arbeitslosengeld nur dann, wenn sie in das System einbezahlt haben, wenn sie Anwaltschaften erreicht haben durch ihre Leistung, die sie auch in Österreich erbracht haben. Und ich frage Sie daher wirklich, Kolleginnen und Kollegen der Freiheitlichen Partei, wo sehen Sie da eine Einwanderung in unser Sozialsystem? Ich kann es nicht sehen. Es ist, wie ich gesagt habe, nur dann möglich, wenn man sich mit Anwaltschaften, mit Leistungen, die man in die Systeme einzahlt, auch diese Anwaltschaften tatsächlich auch erwirbt. Das ist auch so. Da können Sie jetzt sagen, was für eine Kollege Kickl, es ist so. Ich gebe Ihnen recht bei der Aussage, sichere Arbeitsplätze und Pensionen sind wichtig. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Ich glaube, nur die Wege sind andere, die wir gehen. Hat auch Kollege Strolz angesprochen. Wir wollen sinnvolle Maßnahmen in Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
Der Minister Stöger hat Sie heute angesprochen. Mit dem Beschäftigungsbonus werden wir Arbeitsplätze schaffen. Da bin ich überzeugt davon. Auch die Übers nehmen, haben einen großen Anteil, damit man junge Menschen in Lehrstellen bringt, in Beschäftigungsverhältnisse bringt. Das ist nicht schlecht, da können junge Menschen nachreifen. Das ist ganz, ganz wichtig für viele junge Menschen. Wurscht, ob es Ausländerinnen oder Österreicherinnen sind, wenn sie bei uns das Recht haben, in eine Über zu kommen, dann können sie dort auch nachreifen. Das ist ganz wichtig. Kolleginnen und Kollegen, unser Weg ist sinnvolle Maßnahmen schaffen. Ihr Weg ist immer nur schwarz-weiß malen, Ressentiments schaffen und keine Antwort. Und ich bin überzeugt davon, dass die Menschen den richtigen Weg erkennen werden. Ulrike Königsberger-Ludwig von der SPÖ sieht keine Einwanderung in unser Sozialsystem, wie von den Freiheitlichen behauptet. Nur wer einzahlt, hat doch Anspruch auf Leistungen.